Ja, moin, liebe Freunde, willkommen hier bei eurem Alpha Chief wieder hier. Schön. Oh, schön, eine Runde Halo. Krass. Halo 5, Sword Enk. Ich glaube mal wieder so ein bisschen Sword. Da freue ich mich ja schon. In Schnitzel. Und, ja. Was soll ich sagen? Man freut sich. So gehört sich das. Halo mal wieder schön suchten. Und, ja, heute mal wieder mal ein bisschen kleines Thema. Ja, ihr wisst ja, bei Alpha gibt es ja so ein paar kleine Themachen und ganz besonders geht das jetzt um Zensur. Ne? Upload-Filter. Ist jetzt in Anmarsch. Ja, Voss hat es durchgewunken bekommen. Er ist glücklich. Feiert hat wie ein Schnitzel. Nur ich nicht. Weil für uns kleinen YouTuber das ziemlich. Ja, den Abgang bedeutet, ja klar, töte mich erst also vorhin jetzt wieder. Den Abgang bedeutet, weil, ja, es wird mies, es wird kacke. Weil, kleine YouTuber können sich verabschieden. Denn ein Upload-Filter würde bedeuten, dass irgendwas Maschinelles entscheiden wird, was Urheberrechtsverletzung ist und was nicht. Und da wir ja wissen, dass gerade so maschinelle Sachen kaum von zu killen, wird das natürlich oberaffenmäßig geil werden. Wenn so ein Dingen war klar. Einen Start geht. Ehrlich gesagt, hoffe ich mir ganz heimlich, weil es wird ja auch für alles gelten. Also Facebook, Twitter. Kam jetzt von der Seite, Digga. Ich krieg jetzt die Pimpanellen. Fing eigentlich gut an, jetzt kommt so eine Kacke. Wird ja eigentlich heißen, dass Facebook, Twitter, Instagram alle so einen Filter bekommen. Bin ja auch echt eine West. Und dann bin echt zu schnell eingestellt, ne? Ich merke halt, wie bescheuert. Das heißt, es wird alles geclaimed und sagen, ja, Urheberrechtsverletzung darf nicht gezeigt werden, fertig, hast Pech, tschüss, Sikorski. Bei YouTube wird es sogar wahrscheinlich so weit gehen, dass sie dann sagen, du bist einfach weg vom Fenster. Kleiner YouTuber, du bist down. Du bist weg. Dich gibt's nicht. Damit rechne ich hochstark. Ich bin dann futsch. Ich bin weg. Rest in peace, Alpha Chief. Und, kann sich halt nicht dagegen wehren. Hast du Pech? Ich persönlich hoffe, dass Facebook, YouTube und Co. dann sagen, wisst ihr was, Europa? Ihr könnt uns mal. Ihr könnt uns mal wirklich ganz derbe. Mal richtig schön an der Kimme. Für Europa, und ich sag ja, es gilt für Europa wird es dann kein Facebook und Co. mehr geben, ne? Das wäre natürlich richtig geil, das würde ich optimopti feiern. Weil, nicht nur wir YouTuber, oder kleine YouTuber als auch große YouTuber, weiß der Geier, was wir als betroffen sind, oder Twitter, Instagrammer, was es gibt. Nicht nur die sind betroffen, nicht auch Politiker und Firmenangestellte, also Firmenbetreiber und sonstiges. Profitieren ja von Social Media. Und, das wird, für die auch alle ein Schlag in die Fresse sein. Ganz ehrlich. Auch andere Firmen profitieren davon. Ja? Deshalb. Das wird ein Schlag in die Fresse. Richtiger herber Schlag. Und, ich hoffe, es ist ganz stark. Vor allem, das Geilste ist, dass der sogenannte Herr Voss, der den Interview hatte, Alter, was ist das für ein Monster, Digga? Ein Interview hatte zum Thema, weil sein Gesetz so durchkam, muss er gar nicht teilweise, was bei ihm da drin steht. Also, die haben ihn mit Fragen bombardiert, was halt in diesem Artikel drin steht. Er kam so, wie, kenn ich nicht, nichts davon gehört. Da muss ja noch einiges überarbeitet werden. Ist ja, na, da denke ich mir, Digga, weißt du was, laber keinen Dreck. Ganz ehrlich. Laber nicht. Komm nicht durch. So. Laber einfach nicht, Digga. Du wolltest, dass es so fertig ist. Und ich hoffe, du kriegst von deinem eigenen Gesetz so richtig selber penetriert. Weil er ist gegen Memes. Oder das Artikel bezeichnet gegen Memes. Er ist jetzt selber als geworden, ne? Also. Auf Twitter geht das hier rum. Mit seinen Bildchen. Ja, und ja. Wie er sich so freut. Auf dem Bild siehst du auch nur eine Frau, die wirklich weint, die traurig über ist. Über dieses Gesetz. Und ich habe auch viele gelesen, die sagten, nee, dein Gesetz schützt uns nicht, sondern schadet uns sogar noch mehr.
Digga, was ist mit dir kaputt? Ah, hab ich mir gedacht. Boah, miese Brise. Digga, hol den Kill. Hol den Typen. Ja, geht doch. Ja, auf jeden Fall wird das sehr brutal für uns werden. Es wird ätzend für uns werden. Es wird kacke für uns werden. Und wir müssen was dagegen machen. Eigentlich. Ich sag mal so, müssen wir was dagegen machen. Machen können wir aber nichts mehr. Wie gesagt, ich hoffe nur, dass es einen Schlag in die Fresse gibt. Die sehen, was sie davon haben. Es tun mir viele Leute, die von YouTube und Co. leben. Dadurch, die wahrscheinlich da mehr oder weniger eine Arschkarte von kriegen. Also die nur ausschließlich von YouTube leben. Solche Leute wie vielleicht Flying Uwe und weiß der Geier, aber die haben ja ihre Firmen noch nebenbei, die werden jetzt nicht so drunter leiden können. Daher, was soll ich dazu sagen? Ich hoffe, es wird besser. Ich hoffe, es wird noch einen Umschwung geben. Weil das katapultiert uns in die Steinzeit. Und die Engländer, die jetzt raus sind aus der EU, habe ich auch auf Twitter gelesen. Die lachen uns förmlich aus, wie dumm wir sind in Europa. Wie dumme Menschen wir sind. Und gerade bei, weißt du, gerade wie ein Deutscher muss den Vorreiter spielen von Dummheit. Wir Deutsche, wir blamieren uns ja, wir zeigen uns ja. Und drüber uns steht, Mann, seid ihr doof. Aber gut. Ja. Mein, ich verstehe sowieso nicht. Wir haben eine Petition gemacht, wir wollen das nicht. Das Volk hat gesprochen. Europa hat gesprochen, das Volk. Warum nochmal abstimmen? Es war mir klar, als es dann hieß, ja, es wird nochmal abgestimmt. War mir klar, dass beim zweiten Mal geht's durch. Weil dann wird der Mensch, der Bürger nicht mehr gefragt. Nur die Schwachmaten oben. Ja, aber gut. Genug gekotzt. Gucken wir einfach, was es gibt. Die Tage. Könnt ihr mal gerne mal eure Erfahrungen reinschreiben. Also für mich ist auf jeden Fall fest, wenn ich nächstes Jahr nicht wähle. Daher. Der kriegt von mir richtig schönen Einlauf. Gut. Haut rein, ich bin weg. Ciao.